Die GWD-Spielerinterviews werden präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn für den Fall der Fälle. Ja, bei mir nach dem letzten Heimspiel von GWD Michael Haas und Moritz Schepsmeier. Wir machen es heute mal zusammen, das Spiel. Ja, Michael, es ging ja für euch auch noch um einiges. Ihr wolltet gerne noch Flensburg abfangen. Kannst du es erklären, wie das Spiel gelaufen ist? Nee, also das war jetzt gerade in der zweiten Halbzeit uns ein Auftritt, der eigentlich so nicht geht. Von dem Hintergrund, dass wir eigentlich noch irgendwie die letzte Chance um Platz 3 wahrnehmen wollen. Ich meine, so couragiert und stark der Auftritt von Minden auch war, so dürfen wir uns hier eigentlich präsentieren. Ja, es gehören ja immer zwei dazu zu so einem Spiel. Moritz, ich habe eben schon zu Michael gesagt, eine Mannschaft, die so ein Handball spielt wie heute, darf nicht um Abstieg spielen, oder? Ja, sie spielt aber auch um Abstieg, weil wir auch die ganze Saison nicht immer so aufgetreten sind. Es musste bei uns erst ja, nach einer langen, schlechten Phase ein Umdenken erfolgen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv vor allen Dingen an unserem Teamgeist auch gearbeitet und an so einem Teamspiel. Und dadurch ist es überhaupt erst möglich, dass solche Spiele wie das heutige zustande kommen. Dass das Ergebnis natürlich so deutlich ausfällt, das liegt sicherlich an der Tatsache, dass, wie Hassan schon sagte, der SCM heute wirklich einen schlechten Tag erwischt hat. Ich glaube, wir hätten auch einen guten SCM heute schlagen können mit der Leistung, aber das Ergebnis spielt natürlich unser Torverhältnis jetzt extrem in die Karten und das ist auch gut so. Jetzt hat es ja schon fast Tradition, seit 3 Jahren beim letzten Spieltag oder beim letzten Heimspiel GWD gegen den SCM, scheint ja Zufall zu sein, aber jedes Mal ist GWD vorne. Du hast es ja zum ersten, nee, letztes Jahr warst du auch schon dabei. Ist es irgendwie zu erklären, also Minn, ist das irgendwie ein schlechtes Pflaster für den SCM oder ist das Zufall? Na, letztes Jahr haben wir ja gewonnen, ne? Naja, das ist jetzt einfach, heute war es ein kollektiver Blackout von uns. Also es ist auch jetzt nicht nur wie wir gespielt und dass wir Fehler gemacht haben, aber es geht auch um Einsatz, Körpersprache und sowas. Und das müssen wir uns jetzt uns Fragen gefallen lassen. Das geht einfach so nicht. Aber ich darf zur Sicherheit nochmal fragen, weil es gibt ja immer am letzten Spieltag oder am vorletzten so komische Gerüchte, welche Spieler auf einmal nicht mehr mit voller Kraft spielen. Ihr wolltet heute eigentlich ernsthaft hier gewinnen. Also bei uns jetzt in der letzten Phase der Saison nicht alles gibt. Also das ist, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Also das verbitten wir uns überhaupt den Vorwurf. Nee, es war kein Vorwurf, es war eine Frage. Moritz, heute Nena, der lange, lange verletzt war. Christopher, der relativ lange nicht gespielt hat, sind förmlich explodiert, vor allen Dingen Rambo. Gibt es dafür eine Erklärung aus deiner Sicht? Ja, das Potenzial steckt ja drin. Also wenn man an einem Tag alles auf einmal abrufen kann, dann kommen halt solche Leistungen zustande. Das ist ja unser Ziel, mit unserer Vorbereitung für eine Woche lang ja, darauf hinzuarbeiten, dass an diesem einen Abend alles auf einmal funktioniert. Das gelingt natürlich höchstens ein oder zwei Mal in der Saison, aber gerade für die beiden war das heute so ein Tag. Und insbesondere für Rambe freut mich das unglaublich. Der hat sehr viele Höhen und Tiefen dieser Saison erlebt, hat gute Spiele gemacht, hat trotzdem viele Spiele auch hinter der Bank gesessen, aus taktischen Gründen meist. Und der konnte heute endlich mal alles rauslassen. Und deswegen freut mich das für ihn, dass er so ein Riesenspiel gemacht hat. Aber ich möchte auch nochmal auf die Frage an Hassan zu sprechen kommen. Ich glaube, dieser ganze Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung ist völlig überholt. Also natürlich, am Saisonende geht es für manche Mannschaften um alles und für manche Mannschaften geht es nur darum, vielleicht noch eine reelle oder eine unrealistische Chance zu erhalten, etwas anderes zu gewinnen. Aber ich glaube, der SCM hatte sein Riesen-Highlight schon und dass bei denen auch so ein bisschen nach einer langen Saison die Luft raus ist, ist völlig normal. Also das ist einfach nicht möglich, das sind ja auch nur Menschen, da nochmal 100% dagegen zu halten, wenn das Spiel sowieso nicht gut läuft. Und ich glaube, dass bei uns heute einfach die Einstellung total gestimmt hat. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und deswegen kann man da überhaupt nicht von Wettbewerbsverzerrung sprechen. Gucken wir nochmal ganz schnell auf den letzten Spieltag. Jetzt geht es zu Ludwigshafen-Friesenheim. Das kann, je nachdem wie Lemgo gegen Hamburg spielt, ja ein echtes Endspiel werden. Man muss im Grunde genommen, selbst wenn Lemgo gewinnen sollte gegen Hamburg, unbedingt in Friesenheim gewinnen, um auch den viertletzten Platz noch zu sichern, oder? Ja, sieht so aus. Wir müssen auf jeden Fall da gewinnen. Wir wollen natürlich, sowieso wollen wir da gewinnen. Wir bereiten uns jetzt seit Wochen auf die Saisonfinale vor. Das Kielspiel hätten wir schön gerne mitgenommen am Ende, aber es hat nicht geklappt. So, wir wussten von vornherein, dass diese beiden Spiele nochmal das Finale bilden. Wir warten jetzt mal ab, was Lemgo am Sonntag macht. Ob es für uns dann noch tatsächlich um den Nichtabstieg geht oder ob wir nur den Platz, den wir jetzt innehaben, verteidigen müssen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir das Spiel gewinnen am nächsten Freitag.
Okay, vielen Dank. Wünsche euch nochmal alles Gute für das letzte Spiel, für das letzte Saisonspiel. Wird ja ein Heimspiel sein und da werdet ihr sicherlich vor eigenem Publikum anders auftreten. Und unserem Team viel Glück für das letzte Saisonfinalspiel in Ludwigshafen. Dankeschön.